Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge und ja, ich kann es mir immer noch nicht erklären, dass unser Nikolai Müller hier 5 Spiele gesperrt ist für nix. Das ist Bundesliga und wir haben den ausgewechselt in der letzten Partie. Was ist das für ein toller Bug? Naja, lässt sich nicht vermeiden, schätze ich. Ach, ich würde gerne mal ausprobieren, was passiert, wenn wir den Shaqiri dann mal über rechts bringen. Vielleicht kann er das ja sogar dann doch ein bisschen besser. So, dann kommt der Stefan. Nö, kommt er nicht. Der Polter mal wieder in die Mannschaft. Der muss sich zwar immer noch so ein bisschen ausruhen. Den Fatih können wir wieder rausnehmen. Svensson sollte sich auch noch ein bisschen ausruhen. Shaqiri, ja, der ist eigentlich auch nur halbfit. Den werden wir auch nur eine Halbzeit spielen lassen. Danach kommt dann Nedjeljew rein, je nachdem wie es dann steht. Und dann würde ich sagen, geht's einfach mal zum Spiel. Und wir sind hier natürlich Underdog. Also, klar. Und da werden wir nicht so viel machen können. Also wir müssen hier mit ein bisschen Glück, wir sind ja auch noch auf der Tribüne, mit ein bisschen Glück können wir hier vielleicht einen Punkt mitnehmen, aber mal abwarten. Also wir sollten uns hier nicht zu viel vornehmen. So, Choupo-Moting, kompromisslos in den 16er. Aber ja, immer in die Ecke. Mal schauen, was draus wird. Postpech. Der Ball landet bei Simling. Macht ein paar Schritte Richtung Strafraumecke, zieht ab. Aber einen Meter zu weit drüben. Ja, die sind ja immer besonders schwer, so mit so einem spitzen Winkel. So, eine super Chance für Schalke. Clemens und an die Querlatte. Glück gehabt. Ja, die erste Chance gleich an die Latte gesetzt. Mo. So, wir schauen mal ganz kurz. Also, die Schalker, die haben hier sogar noch die Möglichkeit, an Leverkusen ranzukommen. Das ist natürlich auch eine Nummer. Oh, Wolfsburg so weit oben. Wahnsinn. So, was haben wir hier? Ein Wettlo, der den Ball von Huntela abwehren kann. So, und die Schalker machen jetzt richtig Druck. Also, Draxler und... Das war aber abseits. Glück gehabt. Mann, Mann, Mann. Also nach den ersten Chancen hier, die beiden kleinen Chancen, die wir hatten, ist nicht mehr so viel passiert. Die Nummer 1 im Pott, ganz im Ernst. Also für mich sind die Nummer 2. Boah, und Bremen ist hier auf dem Vormarsch. Meine Güte. Hamburg, wow, das wird auch nochmal eng. So, jetzt Draxler und macht hier das 1:0. Ärgerlich, ja. Man fühlt sich irgendwie so nur so gar nicht beteiligt, wenn man hier gar nicht eingreifen kann, sondern einfach nur abwarten kann. So, Simling von rechts auf Shaqiri. Der spielt auf Okazaki. Und ja, der prüft den Torwart. Das heißt, Hildebrand hat sich da gut gewehrt. Ja, das gefällt mir gar nicht, was die hier gerade bei mir zusammenspielen. Also, das geht schon besser. Und hier fast das 2:0. Martip. Gut, dass Noweski nochmal auf der Linie rettet für den Torwart. So, und die Schalker wieder. Höger. Auf Draxler. Der flankt nach innen. Und eine Ecke. Ja. Die kommt von links, von Draxler. Clemens springt Kopfballaussetzer von Huntela hinein, hebt diesen aus kurzer Distanz gefühlvoll über Wettko, aber auch übers Tor. Also jetzt sind die Schalker hier auch ganz schön fahrlässig, was ihre Chancen angeht. Also da kann man mehr als ein Tor draus machen, ganz klar. Aber von uns kommt hier auch gar nichts mehr, ne? So, ich muss hier mal gucken. Also, wir müssen mal den Polter einwechseln. Der
Parker, der kriegt gar nichts auf die Reihe. Dann bringen wir hier über rechts den Nedjeljev, der ist ein bisschen fitter. Choupo-Moting würde ich auch ganz gerne mal beigehen. Der ist ja noch gelb vorbelastet, hat bisher auch kein gutes Spiel gemacht. Und dann müssen wir es so einfach mal ausprobieren. Vielleicht taktisch nochmal so ein bisschen Druck machen. So, ein bisschen Risiko hier und da mal ein bisschen was drehen, verändern. Ah, und hier direkt das 2-0. Ja gut, das hat schon vorher angefangen. Also Grund genug hier weiter offensiv jetzt zu denken. Aber wie gesagt, Schalke zu Hause, das ist auch nicht einfach. Die haben hier von der Mannschaftsstärke auch mehr als 40 Punkte. Also das sind ungefähr 4 Punkte pro Position. Das ist schon ein Unterschied. Also da kann man nicht viel machen. Dafür sind wir halt im DFB-Pokal-Halbfinale, ne? Muss man auch so sehen. Was? Was? Ja, alles läuft nach Plan. Also, ja, alles nicht so richtig, aber gut. So, dann müssen wir hier mal ein bisschen für Frische sorgen. Haben wir denn gute Noten irgendwo? Bungert, ne? Noveski. Der Rest ist eigentlich nicht so. Wir sollten uns hier jetzt wirklich mal... Ups. Ja gut, der hatte halt nur. Ich hatte gehofft, dass das dann vielleicht nach oben geht. Naja, ist egal. So, motivieren. Und Polter, ja, der ist eigentlich neu, da weiß ich gar nicht, besser nix. Denn lieber nochmal beim Okazaki. So Leute, und jetzt seht zumindest zu, dass man nochmal die Chance irgendwie auf einen Ausgleich hätte, dass wir hier zumindest mal den Anschluss schaffen. So, das geht schon mal mit einer Chance los, das ist schon mal gut. Markovic. Na, okay. So, die Schalker wieder. Höger auf Huntela. Mit einem hohen Ball. Wird aber abgedrängt. Und Park ist dazwischen. Sehr gut. Und viel passiert scheinbar nicht. Also die Schalker haben sich hier wahrscheinlich auch schon so sich das bequem gemacht. Und Nedjeljev, gute Szene hier gegen Draxler. So, nächste Möglichkeit für die Schalker. Oh, und das wird eine gute. Schöne Kombination. Huntela legt den Ball zu Draxler, der aus 18 Meter abzieht. Aber was ein Tor scheinbar. Also, da kommt auch der Wettlo nicht mehr dran. Ja, die machen hier den Sack zu. Hätte ich mir auch denken können, boah, 3 Tore hat der Draxler erst gemacht. Das heißt, der hat hier in den 21 Spielen vorher nur ein einziges Tor. Was ist denn da los? Naja, aber was er kann, hat er ja dann zumindest gegen uns gezeigt. Ist ja ganz toll. So, Schalke wechselt. Hoogland, dafür kommt Santana. Und Obasi für Clemens. Also Position für Position bei allen drei Wechseln. Da wird sich nichts mehr taktisch tun. Ich kann leider nicht wirklich viel machen. Wir können uns einfach hier uns das anschauen, was noch mit uns passiert. Also ja, Noveski hier wegen Meckerns. Noch eine gelbe, sehr schön. Bekommt er dann eine kleine Strafe für. So, und wieder eine Chance für die Schalker. Neustädter auf Boateng. Auf Huntela.
Und der macht hier das 4:0. Mann, Mann, Mann. Jetzt wird es doch langsam schon ein bisschen zu hoch. Aber bei uns passiert gar nichts mehr. Ja, man muss sagen, es ist wirklich verdient. Also 4:0, ja, 3:0 wäre verdienter, denke ich mal. Aber naja, was will man machen, ne? Und nochmal ans Aluminium. Und jetzt vielleicht nochmal, vielleicht den Ehrentreffer, Polter. Bisschen zu weit. Ja. Gibt eine Ecke, oder? Nö. Aber das Spiel ist jetzt auch vorbei und naja, ich habe es eigentlich schon vorher, wir hatten eigentlich schon das vorher wissen können, das wird nicht einfach. Die Schalker sind gerade super unterwegs. Ja, jetzt müssen wir hier wirklich mal so ein Mittelweg wäre schön. Ach komm, die anderen haben auch 2000 bekommen, dann bekommt er das auch. Ja, also, wir schauen mal die Schalker, ja, 4:0. Gladbach gewinnt, Stuttgart gewinnt, die Bayern in Hannover. Boah, hier, Wolfsburg gegen Leverkusen, ganz wichtiges Spiel hier um Platz 3 oder vielleicht sogar um Platz 2. Nur unentschieden. Nürnberg 3:0, haut hier die Braunschweiger weg. Freiburg und Augsburg unentschieden, genauso wie Hamburg und Dortmund. Die lassen hier wieder Punkte liegen, also schon 9 Punkte Vorsprung für die Bayern. Da wird nichts mehr anbrennen. Für die Dortmunder geht es jetzt darum, den zweiten Platz irgendwie zu verteilen. Vielleicht, ja, die Wölfe sind dran, vielleicht sogar noch für Vizekusen die Chance hier ranzukommen, aber ja, 8 Punkte ist auch schon eine ganze Menge. Schalke ist auf einem guten Weg, Bremen verliert hier, die haben hier eigentlich eine ganz gute Serie gehabt, 4 Siege in Folge, meine Güte, nicht so schlecht. Ja, und die Dortmunder unentschieden, Niederlage, unentschieden, unentschieden, ja, da geht gerade nicht so viel. Ansonsten, ja, unsere Serie unentschieden, 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 Niederlage, Niederlage ist noch schlechter, aber naja, hier haben wir nichts Besseres, also eher noch schlechter. Also, ja, Hoffenheim, Braunschweig ist auch noch so da als Puffer dazwischen. Also ich glaube nicht, dass wir in Bedrängnis kommen noch, was den Abstiegskampf angeht, weil ab und an machen wir ja auch mal unseren Sieg und ja. Die Bayern, das erfolgreichste Team, sind aber aus dem DFB-Pokal raus. Das öffnet natürlich die Pforte für die anderen Mannschaften, auch für uns. Ach, nachträglich gesperrt. Ja, ganz klar. Genau. Unfassbar, ey. Das sehe ich jetzt auch schon. Na, danke. Das ist ja toll. Ach komm, erzähl doch nichts. Naja, aber wir hatten ja die Möglichkeit, der war ja ablösefrei, aber den können wir, denke ich mal, dann aus dem Blickfeld rauswerfen. So, wo ist der? Zack. Okay. Ja, die anderen haben alle einen längeren Vertrag. Da geht derzeit denn nicht so viel. Na gut. Also, dann war's das hier auch wieder. Nächste Woche geht's dann gegen Leverkusen. Das wird auch nicht einfach werden. Aber danach haben wir dann wichtige Spiele gegen Hertha und gegen Hoffenheim. Und wie wichtig die sind, sehen wir, wenn wir hierauf gucken. Also, wenn wir da verlieren und denen Punkte geben, dann kommen wir auch nochmal in Bedrängnis. Das dürfen wir auf keinen Fall tun. So, der Netjelev, der wird mal nächste Woche von Anfang an spielen. Das ist ja auch unser Spieler. Vielleicht wird da auch mal was richtig Gutes draus. Die anderen sind ja mehr oder weniger geliehen. Der Markovic, ich weiß auch gar nicht, warum der hier so ein Formtief hat. Polter, ja, der muss auch mal wieder so langsam denn an der Frische was tun, damit die dann auch mal wieder von Anfang an können. So, Svensson, den können wir wieder für den Bungert, wobei ein Spiel kann da, glaube ich, noch draußen bleiben.
Ansonsten haben wir hier noch irgendjemanden? Nö, das geht eigentlich. Gut. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr denn in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Und dann geht's, wie schon gesagt, gegen Bayern 04 Leverkusen. Wird ein schweres Spiel werden. Ich glaube auch nicht, dass wir da was reißen können, aber wir sollten uns zumindest gut schlagen. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.